Ja, verehrte Zuschauer, auch wenn ich es nicht bin, mache ich heute auch mal einen auf Militärblogger. Denn es geht jetzt in diesem Video um die aktuelle Lage an der ukrainischen Front. Denn dort gibt es einige sehr interessante Neuigkeiten. Habe auch dazu das ein oder andere Material rausgesucht und vorbereitet. Grundsätzlich bin ich ja überhaupt kein Freund davon, irgendwie ungelegte Eier zu legen oder den Tag vor dem Abend zu loben, wie man das auch immer nennen möchte. Aber es sieht doch sehr stark nach einem Durchbruch aus an der Front für Russland. Und ich sage es immer wieder und sage es auch heute und ich sage es auch nicht nur dann, wenn es für Russland irgendwie nicht so gut läuft, sondern auch wenn es umgekehrt der Fall ist, dass in diesem militärischen Konflikt in der Ukraine eher an zweiter Stelle steht, wer jetzt welche Stadt kontrolliert, zumindest in den meisten Fällen. Dass es nämlich vor allem ein Zermürbungskrieg ist und ein Krieg der Ressourcen. Aber hier, gerade auch in Bezug auf die Ressourcen, ist dieses Thema sehr interessant, denn der Grund, warum die russische Armee nur sehr langsam vorankommt und wofür Russland auch sehr viele Ressourcen aufwenden muss, das sind vor allem die über 8 Jahre errichteten Verteidigungslinien im Donbass, die ja größtenteils auch mitten durch die Städte verlaufen und der Donbass ja allgemein auch ein ziemlich dicht besiedeltes Gebiet, was natürlich sehr schwer zu überwinden ist, also die jeweiligen Verteidigungslinien. Und die erste Verteidigungslinie hat Russland bereits überwunden im Frühjahr bzw. Sommer des letzten Jahres. Die befand sich, kann man sagen, von Severodonetsk und Lysychansk im Norden bis runter nach Popasna. Und die zweite große Verteidigungslinie, die Russland schon seit Monaten versucht zu überwinden, beziehungsweise der zentrale Teil davon, ist unter anderem Bachmut, Soledar und Seversk. Und genau hier toben ja auch seit Wochen schon intensivste Kämpfe. Die russischen Kräfte, vor allem jetzt die Musiker, also das Orchester, rücken schon seit Wochen auf Bachmut vor und befinden sich auch teilweise schon in der Stadt und nehmen auch die Stadt so langsam in die Zange, beziehungsweise sind gerade dabei, das zu tun. Und jetzt in diesen Tagen ist den russischen Kräften bei Soledar, also nördlich von Bachmut, offensichtlich ein Durchbruch gelungen. Nicht nur, dass Soledar schon in die Zange genommen worden ist, inzwischen kontrollieren nämlich die russischen Musiker schon einen großen Teil dieser Stadt. Am vergangenen Wochenende haben über den Durchbruch bereits verschiedene russische sogenannte Militärblogger berichtet. Im Westen allerdings, bis auf wenige Ausnahmen, herrschte weitestgehend Stillschweigen. Als eine der wenigen Ausnahmen bin ich jetzt am Wochenende auf Tweets vom Bildpropagandist Julian Röpke gestoßen, bei dem ja normalerweise, wenn man sich seine Berichte anschaut, der Eindruck entsteht, dass die Russen schon dabei sind, aus Moskau zu fliehen vor der heranrückenden ukrainischen Armee. Und in seinen Tweets hat er bereits am Wochenende die Lage in Soledar als schwierig bewertet. Daraufhin haben nach und nach dieselbe Aussage, ohne jetzt dabei Details zu nennen, auch verschiedene Propagandisten des Kiewer Regimes getätigt. Und gestern Abend sogar auch der Pianist aus Kiew. Ja, und heute hat daraufhin auch die westliche Propaganda dieses Thema aufgegriffen. Und gemäß der neuesten Tweets des Propagandisten Röpke befinden sich auch schon die Wagner-Truppen bereits im Stadtzentrum von Soledar. Also die Situation ändert sich ständig. Die Russen sind jetzt auf jeden Fall dabei, diese Stadt zu stürmen und nach einzunehmen. Also auf jeden Fall sieht es sehr schlecht aus für die Truppen des Kiewer Regimes. Die schicken zwar nach eigener Aussage, unter anderem auch nach Aussage von Zelensky, immer wieder Verstärkung nach Soledar und Bachmut, gut, was sie eigentlich auch schon seit einigen Wochen tun, aber dennoch ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis die Stadt Soledar gefallen ist. Was natürlich dann auch bedeuten würde, dass die russische Armee die zweite Verteidigungslinie im Donbass dann durchbrochen hat. Viele Beobachter sprechen in diesem Zusammenhang auch von einem drohenden Dominoeffekt für die ukrainische Armee, dass nämlich die russische Armee nach der Einnahme von Soledar auch unter anderem Bachmut und Seversk leicht in die Zange nehmen kann, beziehungsweise dort in die Flanke sozusagen hineinstoßen kann, sodass dann auch wahrscheinlich die zweite Verteidigungslinie im Donbass dann komplett zusammenbrechen wird nach und nach. Und wenn das dann passiert ist, wäre dann der Weg für die russische Armee quasi frei in Richtung Slawiansk und Kramatorsk, was dann wiederum die letzte große Verteidigungslinie wäre im gesamten Gebiet Donbass. Also im Großen und Ganzen hat das Kiewer Regime und die NATO jetzt nur noch zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, entweder
so schnell wie möglich die Truppen abzuziehen aus Soledad und dann auch von der zweiten Verteidigungslinie insgesamt. Dafür dann allerdings die eigene Armee weitestgehend zu erhalten, so wie das ja auch die Russen im Herbst schon zweimal getan haben. Oder die zweite Möglichkeit wäre es eben, weitere Truppen in diesen Kessel zu schicken, in diese Kesselschlacht, wo sie dann nach und nach aufgerieben werden. Halt in der Hoffnung oder nach der Kalkulation, in diesem Fall dann Zeit zu gewinnen, den Vormarsch der russischen Armee dann irgendwie aufzuhalten, bis dann zumindest so ihre Kalkulation, weitere Reserven zur Verfügung stehen, weitere Lieferungen westlicher Waffen kommen und so weiter. Ja, wobei sie dann natürlich in diesem Fall ihre jetzt vorhandenen Truppen nun opfern würden in dieser Kesselschlacht, die dann auch in den nächsten Monaten logischerweise nicht mehr für mögliche Gegenoffensiven, die sie ja ankündigen seitens des Kiewer Regimes, zur Verfügung stehen würden. Und da ja dieser gesamte militärische Konflikt vor allem ein Krieg der Ressourcen ist, ein Zermürbungskrieg ist, wäre vielleicht das zweite Szenario für Russland sogar noch besser. Aber so oder so, egal wofür sich jetzt das Kiewer Regime und die NATO entscheiden werden, für die sieht die Lage auf jeden Fall jetzt ziemlich schlecht aus und das Pendel im militärischen Konflikt scheint wohl nun endgültig auf die russische Seite gewandert zu sein. Also auf jeden Fall werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich bleibe auf jeden Fall für euch an dieser Sache dran. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.